Ich will, dass du ihn richtig rannimmst. Kein Pardon. Alles klar. Ich will einen Touchdown. Hörst du mich? Und du bleibst dran. Also gut und los. Hike. Oh, Touchdown, das ist es. Gut gemacht, gut gemacht, gut gemacht. So macht man's. Oh Mann, ich dachte, ich krieg dich. Ja, hättest du auch, wenn du keine Zementblöcke an den Füßen hättest. Keine Ruhe mal beim Los jetzt. Ja, Sir. Spiel Football. Ja, Sir, ja, Sir. Okay. Sollen wir die Seiten wechseln? Ich hab ne bessere Idee. Gabriel, du wirst dieses Mal aussetzen. Tristan, schieb deinen Hintern hierher. Ich? Bist du taub? Siehst du einen anderen Tristan hier? Aber ich weiß nicht, wie man Football spielt. Es ist Zeit, dass du es lernst. Du bist fast 18. Ich werde einen Mann aus dir machen, verstanden? Komm her! Schatz, sieh mich nicht an. Du musst auf deinen Vater hören. Hey, mach dir keine Sorgen, so hart werde ich dich nicht annehmen. Okay? Ich habe gerade irgendeinen Unsinn gehört. Du wirst ihn schon, versuchst ihn zu schwächen. Junge, ich will, dass du deinen Bruder extra hart rannimmst. Ja, Sir. Was bist du? Ich bin ein Emerson, Sir. Ich verstehe dich nicht. Ich bin ein Emerson, Sir. Stimmt das nicht? Ihr dulden keine Schwachstellen. Und ich will, dass du deinem Bruder beibringst, hart zu sein und zu gewinnen. Jetzt lasst uns Fußball spielen. Beweg dich! Alles klar, los jetzt. Hike! Worauf wartest du? Nimm den Jungen an! Also, wie läuft das Wrestling-Turnier? Bringst du die Landestrophäe nach Hause? Ja, Sir. Du weißt das völlig. Das will ich hören. Gib keine Versager in dieser Familie. Und wie läuft's mit dem Boxen? Läuft gut. Ah, Trainer Andrews sagt, dass er glaubt, dass ich meinen nächsten Kampf gewinnen kann. Und er sagt, ich werde das Turnier auch gewinnen. Und dann das Turnier. Und wirst du gewinnen? Ja, Sir. Das, mein Junge. Was hast du so vor? Wirst du den Eisbeutel weglegen und aufhören, ein Weichei zu sein? Ich wurde dazu eingeladen, heute Abend mit meiner Band aufzutreten. Also, habe ich mich gefragt... Nee, du verschwendest keine Zeit mehr mit diesem Musikmist. Aber es ist keine Zeitverschwendung, es ist ein bezahlter Job. Ich meine, das ist ziemlich cool, dass du bezahlt wirst. Kein Sohn von mir wird in einer Band sein. Ich erziehe Kämpfer, keine Weicheier. Euer Vater hat nie die Landesmeisterschaft gewonnen. Ich wurde Zweiter, wegen der verdammten Kreuzbandrisse. Wollt ihr wissen, warum Gabriel mein Favorit ist? Weil er der Erste ist, der Landesmeister werden wird. Und wollt ihr wissen, warum Markus mein zweiter Favorite ist? Weil er direkt nach seinem älteren Bruder Landesmeister wird. Und du? Du bist nur eine große, traurige Enttäuschung. Du kannst weiter auf diesen Seiten klimpern. Aber wenn du in einer Woche 18 wirst, werde ich dich da draußen zu einem Kämpfer machen. Genau wie deine Brüder. Hörst du mich, Junge? Gut. Iss auf. Du brauchst mehr Fleisch auf den Knochen, wenn du jemanden verprügeln musst. Eigentlich möchte ich eher auf Fleisch verzichten. Hast du ein Pöschel an deinem Hintern, Junge? Nein, das dachte ich mir. Bist ja kein Kaninchen. Wenn ich dir sage, du sollst Speck essen, dann isst du Speck, verstehst du? Erzähl mir nicht, dass du das bei deinem Auftritt trägst. Wer weiß, vielleicht ist es eine Pyjama-Party.
Worüber redet ihr überhaupt? Beeil dich und zieh dich an, wir fahren dich hin. Oh, meint ihr das ernst? Betrachte es als ein frühes Geburtstagsgeschenk. Lass uns los. Komm los jetzt. Ich bin froh, dass er hier ist. Ich meine, sieh ihn dir an, der strahlt total. Ja, ich weiß. Hey, ich will mir einen Drink, willst du auch? Nein, danke, alles okay. Okay. Hey. Seid ihr nicht die Emerson-Brüder? Ja. Ja, unser kleiner Bruder ist in der Band und wir wollen ihn unterstützen. Also ich habe gehört, dass dein älterer Bruder vielleicht Landeswrestling-Champion wird. Stimmt das? Ja, er ist ein Biest. Er ist einer der fleißigsten Typen, die ich kenne. Ich kann euch beide vorstellen, wenn du möchtest. Nein, ist okay. Ich bin mehr daran interessiert, dich kennenzulernen. Willst du mich nicht zum Tanzen auffordern? Okay, das ist mir jetzt peinlich. Schau, vielleicht bin ich nicht hübsch genug. Nein. Ich finde dich sehr hübsch. Das hübscheste Mädchen, das ich je sah. Tut mir leid, ich bin's nicht gewohnt. Dass ein Mädchen den ersten Schritt macht? Eher überhaupt mit Mädchen zu reden? Also, hattest du noch nie eine Freundin? Hast du jemals mit einem Mädchen geredet? Nicht außerhalb der Schule. Sport ist mein ganzes Leben und Papa hat dafür gesorgt. Okay. Naja, dann fangen wir an, dir Tanzen beizubringen. Alles klar, Leute? Was denkt ihr, wenn wir es ein bisschen aufdrehen? 5, 6, 7, 8! Komm, Markus! Fine, gonna take some time, gonna make her mine, gonna make her mine. Los jetzt, Bewegung, komm schon. Los jetzt. I'm the man, I got the plan, yeah. When it hits the fan, do all I can, do all I can. Los jetzt, die Line da. Ja. Well, she lets her hair down. She drives me wild. Gute Arbeit heute da draußen. Ich denke, du solltest dir den Montag frei nehmen. Du hast es verdient. Und am Dienstag machen wir weiter. Weißt du was? Eigentlich, wir beginnen mit dem Training für die Golden Gloves am Montag. Ruh dich heute Abend aus.
Du hast den alten Mann stolz gemacht, Markus. Und du? Morgen ist dein Geburtstag. Du weißt, was das heißt. Das Training beginnt. Also wirf diese Gitarrenpicks besser weg und lern, wie man die Hände umwickelt. Schatz, du warst unglaublich da draußen. Danke. Sorry, ich bin ganz verschwitzt. Ist okay. Oh, Papa. Das ist meine Freundin, Harley. Ich wusste nicht, dass du eine Freundin hast. Wann habt ihr euch kennengelernt? Oh, wir trafen uns bei... Während ich gelaufen bin. Sie ist auch gelaufen. Ja, ja, ich bin eine große Läuferin. Ich laufe seit meiner Kindheit. Oh, mein Vater ist eigentlich der Athlet und er hat uns das Gefühl von harter Arbeit und Disziplin vermittelt. Ah, klingt nach meinem Typ. Würde ihn gerne mal treffen. Und ich möchte, dass du Markus' Mutter kennenlernst. Okay, lass uns alle gehen. Markus, wir treffen dich da draußen. Ich komme gleich raus. Ich muss mich kurz hinsetzen. Hey, geht's dir gut? Du siehst krank aus. Vielleicht nur die Nerven wegen des Kampfes. Ich fliege morgen früh weg, weißt du? Der angehende Landesmeister hat jetzt Flugangst? Nein. Ich hab nur... Gabe? Bist du sicher, dass du... Du spuckst dir Blut. Wir müssen dich ins Krankenhaus bringen. Nein, ich muss... Warte, du bist nicht in der Verfassung, um zu ringen. Glaubst du, das interessiert Papa? Was glaubst du, passiert, wenn wir ihm sagen, dass ich nicht teilnehmen kann, jetzt wo ich die Chance auf den Landesmeister hab? Geh wenigstens zum Arzt. Ich werde nach dem Kampf gehen. Hey, mach dir keine Sorgen um deinen großen Bro. Es wird schon. Schließlich sind wir die Emersons, oder? Jetzt mal wieder zu dir. Du hast einen super Kampf gehabt. Ich werde bei den Golden Gloves dabei sein, erste Reihe. Dann zu sehen, wie du die Trophäe gewinnst. Komm schon, härter! Mehr Kraft hinter diesen Schlägen. Hört da, das ist es. Komm schon. Kraft. Hey, weg vom Handy. Komm rein, trainier mit deinem Bruder. Los jetzt. Okay. Nutz deine Fäuste, Tristan. Wartest du, Markus, schlag ihn. Mach's ihm nicht leicht, gib's ihm hart. Mach ihn nicht weich. Ich sagte, schlag ihn. Alistair. Alistair. Was ist los? Ihn einfach selbst ins Krankenhaus schleppen sollen, dann wäre er noch hier. Nein, du kannst nicht dir die Schuld geben. Du hast versucht, mit ihm zu reden und du weißt, er wäre ins Flugzeug gestiegen, egal was der Arzt gesagt hätte. Ich hätte mehr tun sollen. Ich hätte ihn dazu zwingen sollen, nicht nachgeben. Irgendwas... Glaubst du denn, dein Vater hätte das zugelassen? Ihr Verlust tut mir so leid. Ich kann mir nicht ansatzweise vorstellen, was sie durchmachen müssen. Und... Er war so nah dran, Landesmeister zu werden, genau wie Alistair es sich immer erträumt hatte. Hör auf damit. Denk dran, du bist eine Emerson. Emersons weinen nicht.
Du kannst den Rest des Tages frei haben. Aber morgen früh um 6 beginnen wir wieder mit dem Training für die Golden Gloves. Sie machen Witze, oder? Ich meine, Sie können doch nicht erwarten... Ja. Ja, Sir. Ich werde da sein. Zu weinen, Junge, du bist ein Emerson. Wohin gehst du? Komm runter! Ich sagte, komm runter! Warum sagst du nichts? Du kennst meinen Vater nicht. Er wird alles nur noch schlimmer machen. Also, heute ist deine Chance, dich als mein Sohn zu beweisen. Bring mich da draußen nicht in Verlegenheit, okay? Okay. Jetzt wischt ihr den verängstigten Ausdruck aus dem Gesicht und los jetzt! Woran denkst du gerade? Er hätte der erste Landesmeister der Familie sein sollen. Es fühlt sich einfach falsch an, dass er nie die Chance bekam. Und er hätte heute in der ersten Reihe sitzen sollen. Vielleicht kannst du sein Vermächtnis erfüllen, richtig? Wenn du dieses Turnier gewinnst, gehst du zu den Landesmeisterschaften. Und dann kannst du die Trophäe nach Hause bringen. Ich denke, Gabe wäre wirklich stolz auf dich. Kämpf! Komm schon, lass dich rein! Los jetzt, komm schon! Komm schon, Tristan! Alles klar, komm schon! Tristan, lass dich rein! Komm schon, was machst du? Komm schon! Fokus! Rein da! Hände hoch! Komm schon, ich sag Hände hoch, was machst du? Komm schon, los jetzt! Und gib nicht auf! Komm, steh auf! Eins! Steh auf! Was machst du? Tristan, was bist du? Das ist ja peinlich! Aufstehen! Sechs! Was bist du? Steck's ein! Acht! Neun! Du Angsthase! Ausgezählt! Komm schon! Was machst du? Okay, okay, okay. Das nächste Mal schaffen wir es. Bist du okay, Champ? Alles okay, Champ. Nächstes Mal. Das nächste Mal. Ali, das sieht so lecker aus. Danke. Ich habe das Lieblingsessen gemacht, da er zum Turnier fährt. Ich bin so stolz auf dich, mein Sohn. Und du auf der anderen Seite. Ich wurde noch nie so gedemütigt. Ein Emerson hat noch nie 0 und 1 gehabt. Ich frage mich, ob du überhaupt mein Sohn bist. Wenn es so weitergeht, bist du für mich der Letzte. Lass ihn gehen. Er muss eine dickere Haut kriegen. Nächster Gesprächspunkt. Die Landeskämpfe stehen vor der Tür und du musst das ernst nehmen. Alles klar? Und alles geben. Du hast 6 Wochen Zeit, stärker zu werden. Mr. Golden Gloves Champion. Solltest du jetzt nicht überglücklich sein? Du hast deinen bisher größten Kampf gewonnen. Schau, Marcus, weißt du... Wie ich gesagt habe, Harley, gegen meinen Vater aufzustehen wird nichts ändern. Nein, das ist nicht, was ich sagen wollte. Was ich sagen wollte ist, ich weiß, dein Vater ist echt hart zu dir. Du kannst dir deine leibliche Familie nicht aussuchen, aber du kannst dir deine eigene aufbauen.
Familie eigene aufbauen? Was meinst du? Ich weiß, dass es normalerweise der Mann ist, der das macht, aber da ich den ersten Schritt gemacht habe, fühlt es sich richtig an. Marcus, seit ich dich das erste Mal sah, wusste ich, dass du mein Mann bist. Ich kenne niemanden, der so süß ist, empfindlich und stark wie du. Also Marcus Eric Emerson, willst du mich heiraten? Ja. Ja, ich werde dich heiraten. Tristan, das wirst du nicht glauben. Zu weinen. Du musst es nicht zurückhalten. Aber wenn mein Vater... Dein Vater ist der Grund, warum deine beiden Brüder tot sind. Du musst ihm die Stirn bieten, Marcus. Bevor dir auch etwas Schlimmes passiert. Reiß dich zusammen. Tristan ist nicht mehr da, weil er weich war. Sei nicht auch weich. Die Landeskämpfe stehen vor der Tür. Keine Freizeit. Wir trainieren morgen weiter. Hast du das verstanden? Okay, komm schon. Komm schon, Marcus, los jetzt! Los jetzt! Komm schon, Marcus, los jetzt! Komm schon! Komm schon! Du steh auf die Köpfe! Komm schon! Komm schon, steh auf! Steh auf, du schaffst das! Komm schon, steh auf! Hörst du mich? Du bist ein Emerson! Geh auf! Komm schon! Sechs! Komm schon! Sieben! Steh auf! Acht! Hoch! Neun! Komm schon! Bist du okay, weiterzumachen? Okay, alles klar! Okay, weiter! Wir schaffen es! Du kannst das so. Er wird auf der einen Seite wieder aufstehen. Siehst du, du bist wirklich ein Emerson. Ich bin so stolz auf dich. Was machst du? Stopp! Stopp! Hör auf! Hey, hey! Stopp! Hör auf! Markus! Du wirst disqualifiziert sein! Markus! Markus! Was hast du dir gedacht? Bist du verrückt? Du hättest gewinnen können, aber du hast es vermasselt. Ich habe bereits mit meinem Trainer gesprochen. Er stimmt einem Rückkampf zu. Du musst morgen um 5 da sein. Nein. Entschuldige, Junge. Mit wem glaubst du, dass du sprichst? Ich werde doch die ganze Zeit, die ich dich trainiert habe, nicht wegschmeißen, damit du dir deinen Traum erfüllen kannst. Dein Traum, Dad. Es war immer dein Traum. Nicht meiner, nicht Gabes, nicht Tristans. Deiner. Wir haben unser ganzes Leben damit verbracht, dich stolz zu machen. Etwas zu erreichen, das du selbst nicht schaffen konntest. Du bist so geblendet von dieser Vorstellung vom Landesmeister. Du kannst nicht sehen, dass wir uns geschunden haben, deinen Weg zu beenden. Meine Brüder sind deinetwegen tot. Ich habe meine beiden besten Freunde verloren. Wegen dir. Weißt du, warum Gabe nicht ins Krankenhaus gegangen ist? Hm? Weil er wusste, dass du ihn nicht mehr lieben würdest, wenn er nicht teilnimmt. Weißt du, was Tristan in seiner letzten Notiz geschrieben hat? Er sagte, er wisse, er würde nie gut genug für dich sein. Und trotzdem kümmert dich nur dieser verdammte Titel! Weißt du was? Ich höre auf zu kämpfen. Für immer.
Ich habe es satt, deinem Traum zu folgen. Von nun an lebe ich mein eigenes Leben. Ich bin so stolz, dass du für dich selbst eingestanden bist. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Gabriel ist weg. Tristan ist weg. Mein Vater hasst mich. Meine ganze Familie ist ein Wrack. Wie ich gesagt habe, du kannst dir deine leibliche Familie nicht aussuchen. Aber du kannst dir deine eigene aufbauen. Warte. Meinst du? Ja. Hike! Oh. Tut mir echt leid, Papa. Oh nein, hey, es ist okay. Oh, wir schaffen das das nächste Mal. Versuch's nochmal. Also, Papa, ich möchte eigentlich kein Football mehr spielen. Oh, okay. Welchen Sport willst du dann spielen, Sohn? Ich mag Sport nicht wirklich. Ich zeichne lieber und spiele Videospiele. Welcher Junge mag keinen Sport? Bring das besser in Ordnung. Emerson Jungs sind Sportler und Kämpfer. Also versuch's jetzt nochmal. Okay. Hey, wenn du keinen Sport treiben willst, musst du das nicht. Du kannst sein, was immer du sein willst. Du kannst ein Athlet sein, ein Künstler, irgendwas. Ich liebe dich, egal was ist, okay? Aber ich will noch spielen. Kannst du mir den Football zuwerfen? Natürlich, mein Sohn. Aber warte, wenn ich keinen Sport treibe, bedeutet das, dass du Alex mehr lieben wirst als mich? Nein, 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 niemals. Ich werde euch beide immer gleichermaßen lieben. Ich verspreche es. Ja, du musst nichts tun, was du nicht willst. Es ist okay. Mhm, okay. Hike. Gut gefangen.